Weiblichkeit ist eine wirkliche Kraft. Weiblichkeit bedeutet nicht, dass wir einfach automatisch das Gegenteil sind von alledem, was männlich ist. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin des Buches Das Yin-Prinzip und die Begründerin der Yin-Akademie, wo ich das Yin-Prinzip als ein Konzept für das Leben zusammengefasst habe, als dass die Themen rund um Weiblichkeit, Weiblichkeit leben, Weiblichkeit stärken, Weiblichkeit heilen, Frau sein, nicht so nebulös bleiben, sondern dass diese Begriffe ganz pragmatisch greifbar werden und mit Tools in den Alltag hinein zu bewegen sind. Es geht immer wieder darum, welche Rollenbilder tragen wir in uns. Es geht immer wieder darum, welche Projektionen tragen wir unbewusst mit uns ins Außen. Welche Begrenzungen tragen wir unbewusst mit uns und auch haben wir überhaupt eine Vision dafür, was es heißt, als Frau ganz in eine weibliche Präsenz zu kommen? Was macht den Unterschied aus zwischen weiblicher und männlicher Weise und warum braucht es überhaupt an dieser Stelle eine Differenzierung zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen und in der Sprache, wie ich mich ausdrücke, eben Yin und Yang. Nun, das habe ich ja nicht erfunden, Yin und Yang, sondern das kommt aus den Lehren des Ostens, aus dem Daoismus und im Speziellen war das mein Ausgangspunkt, als ich damals aus meinen eigenen Erleben heraus einer sehr berufstätigen Frau, Mutter von 3 Kindern, Partnerin meines Mannes und für was man halt alles so zuständig ist und all das eingebettet in ein sehr traditionelles Umfeld hier in Tirol. Als ich aus diesem Schmerzpunkt heraus für mich als Frau neue Wege suchte, das ist jetzt 30 Jahre her, und da schöpfte ich zu Beginn sehr viel aus dem Daoismus, deshalb auch diese Bezeichnung, aber ich habe von meinen Lehrern viel zusammengetragen und dies eben wirklich für das Leben einer Frau in Relation gebracht. Dazu musste ich natürlich viel recherchieren, viel wälzen an Büchern und so weiter. Das ist für dich gar nicht so wesentlich. Aber nur damit du, falls du ganz neu an diesem Podcast hier bist oder auf Empfehlung hierher angekommen bist, einfach eine Idee hast, mit wem du es denn zu tun hast. Ja, als spirituelle Lehrerin oder als Kursleiterin, Teacherin, wie immer man mich nennen möchte, als jene halt, die mit den Frauen arbeitet, liegt es mir auch sehr am Herzen, dass vor allem wir Frauen in der Art und Weise, wie wir mit den Frauen sind oder wie wir als Frauen etwas vorleben, dass wir hier auch Veränderung bringen. Denn ich meine, das ist eigentlich unsere höchste Verantwortung. So sehe ich es heute, vermutlich auch deshalb, weil es mir in gewisser Weise gelungen ist, mein persönliches Leben zu verändern, weil ich mich selber in meinem Alltag nicht mehr so sehr in Erschöpfung und Hamsterrad finde, weil ich sehr konsequent all das auch anwende, was ich selber lehre, all das in mein Leben fließen lasse, zum einen wirklich als Werte, zum anderen aber auch als die Art und Weise des Wies. Und da gelingt es mir jetzt wirklich aus diesem Bewusstsein heraus, das vorzuleben, so höre ich und so meine ich auch und gebe mein Bestes dazu, als dass Frauen einen anderen Blick darauf bekommen, wie sie denn leben könnten. Denn
Wenn ich so meine Feldforschungen betreibe, das ist auch ein wesentlicher Teil meiner Arbeit, beobachte ich schon nach wie vor, dass sehr viele Frauen es entweder nur in ihrem stillen Kämmerlein leben, also es viel zu wenig im Leben sichtbar leben, wie wir als Frau denn anders leben könnten. Sie es also nicht wagen, dass sie vielleicht auch in Absichtserklärungen für sich selber hängen bleiben, nicht in die Umsetzung kommen. Das ist das eine, was ich ganz oft beobachte. An der Stelle möchte ich einfach nur sagen, es gibt so den Punkt, wo man sagen muss, wage es zu leben. Ja? Wage den ersten Schritt, egal ob wir vielleicht einen Fehler machen könnten, egal ob die Entscheidung gut oder schlecht ist, wenn wir es nicht wagen, werden wir es nie wissen. Das ist das eine. Das andere ist, viele Frauen haben auch, naja, ich nenne das Wort Angst vor der Reaktion aus ihrem Umfeld heraus, auch Angst mehr oder weniger bewusst vor dem, was die Veränderung bewirken könnte, was es dann wirklich bedeutet, wenn man eben die weibliche Kraft ins Leben lebt, wenn man die weibliche Wahrheit ins Leben fließen lässt, auch für sich selber, allem anderen voran, dass man es auch wirklich lebt und nicht nur davon spricht. Und dann gibt es aber natürlich noch der viel, viel größere Teil, ist jener Teil der Frauen, die es einfach noch nicht wissen. Ja, und die Frauen, die es noch nicht wissen, ich formuliere hier gerne, denen das Yin-Bewusstsein einfach noch fehlt, die kommen ja tatsächlich noch aus der Ecke, dass sie es nicht anders gesehen haben, dass sie es nicht besser wissen, weil sie es nicht wissen, weil ihnen noch nicht davon erzählt worden ist. Und da bin ich einfach unermüdlich und deshalb ja auch meine vielfältige Weise, wie ich in dieses öffentliche Feld hinein wirke, auch zu ganz großen Aspekten für kostenfrei, wie dieser Podcast, wie meine Newsletter, wie meine Blogbeiträge, wie meine Social-Media-Beiträge oder eben auch in meiner Yin-Akademie, ganz viel, eigentlich alles, was ich weiß, weitergebe, aber auch meine ganze Emotion da hineinbette, weil Wissen alleine erreicht ja immer nur sozusagen das Wissen der anderen. Und wir Frauen, wenn wir uns im Wissen hängen oder nur übers Wissen bewegen lassen, dann ticken wir ja wieder im Yang, also in der im männlichen Aspekt der Dynamik, der Energien, ja, im männlichen Prinzip. Und die wirkliche Kraft liegt für uns Frauen eben im weiblichen Prinzip, liegt für uns Frauen auch in der weiblichen Dynamik. Wenn du ganz frisch in diesem Podcast bist, ganz frisch in diesem Thema auch, Weiblichkeit ist eine wirkliche Kraft. Ja, Weiblichkeit bedeutet nicht, dass wir einfach automatisch das Gegenteil sind von alledem, was männlich ist oder was man dem männlichen Prinzip zuschreibt. In vieler Weise schon gibt es das, ganz klar. Was weiß ich, zum Beispiel Schnelligkeit gehört zum Aspekt des männlichen Prinzips. Langsamkeit gehört zum Aspekt des weiblichen Prinzips. Aber jetzt nicht so, dass wir hier an der Stelle Etiketten dranhängen dürfen und sagen, schnell ist gut, langsam ist schlecht, ja? Sondern dass wir einfach erkennen, wann welche Dynamik in unserem Alltagsleben wie für uns wirkt. Und das weibliche Prinzip hat einfach andere Bedürfnisse an Dynamik,
wie gewisse Dynamiken sich bewegen im weiblichen Erleben, als dass am Ende die maximal mögliche Lebenskraft sich entfalten kann. Weil wenn wir Frauen, ich sage mal, es ein bisschen salopp formuliert, uns hauptsächlich im männlichen Prinzip bewegen, weil wir es nicht anders wissen, weil wir vielleicht sehr aus dem Leistungsprinzip rauskommen, weil wir auch in einer gewissen Dynamik von schneller, weiter, höher eingebettet sind, auch weil wir vielleicht als Frau möglichst emanzipiert sein wollen, das will ich übrigens auch, aber nicht unbedingt auf eine männliche Weise, sondern auf eine starke weibliche Weise. Ja, also wenn wir zu sehr aus den verschiedenen Aspekten uns selber manövrieren in den männlichen Aspekt, dann hat das ganz oft zur Folge, dass sich die weibliche Kraft als Lebenskraft nicht in ihrem ganzen Potenzial offenbaren kann. Denn du darfst verstehen, es ist immer eine Koexistenz der Kräfte. Es ist nicht so, dass wir Frauen nur weibliches Prinzip und Yin anwenden sollen und uns gegen das Yang stellen und gegen das männliche Prinzip. Das wird ganz oft falsch verstanden. Und gerade wenn man sich aus dieser Sichtweise des Taoismus hinwendet, dann erkennt man ja, dass Yin und Yang zwei Pole sind. Das sind zwei Pole, die wechselwirkend zueinander stehen. In der Physik würde man sagen, innerhalb der beiden Pole entsteht ein Spannungsfeld, eine Kraft, eine Magnetkraft. Und dieses Spannungsfeld zwischen Yin und Yang, das ist unsere Lebenskraft. Und wenn du dir das so ein bisschen vorstellst, du kennst vielleicht das Symbol von Yin und Yang, dass die schwarze Fläche mit dem weißen Punkt steht für das Yin, die weiße Fläche mit dem schwarzen Punkt steht für das Yang. Und diese zwei Pole ergeben miteinander die Lebenskraft. Würden wir jetzt einen Pol wegfallen lassen, dann kann sich dieses Spannungsfeld ja gar nicht aufbauen. Ja, und da kann sich die Lebenskraft erst recht nicht in einem maximal möglichen Potenzial anbieten. Ja, deshalb dürfen wir Frauen verstehen, dass es Yin-Energie gibt. Das bedeutet, wir bewegen diese beiden Pole gleichermaßen und einigermaßen und Koexistenz durch unser Leben, aber wir als Frauen haben sozusagen ein weibliches Yang und unser Yin. Und insgesamt ergibt sich aus diesem weiblichen Yang und dem weiblichen Yin das große Yin, das für die Energie der Frau steht. Aber in uns haben wir wohl beide Pole. Ähnliches gilt natürlich auch für den Mann. Auch ein Mann, der für das Yang, für den das Yang als Sprache formuliert wird, trägt natürlich auch in sich beide Pole, aber hoffentlich in männlicher Weise. Ein männliches Yang, selbstverständlich, und ein männliches Yin, also auch eine männliche, weibliche Weise, sonst würde der Mann ja gar nicht in seine Kraft des Yang als solches kommen. Ein bisschen muss man in diesem energetischen Zugang, vielleicht wenn du dich schon mit TCM oder auch ähnlichen Lehren beschäftigt hast, die sehr körpernah sind, muss man das manchmal ein bisschen mit Abstand betrachten, denn ich verstehe mich eigentlich dann als die nächste Ebene, wenn wir vom Körper in die energetische Ebene gehen. Ja, ich beschreibe mit dem Yin-Prinzip sozusagen ergänzend zum Physischen das Feinstoffliche, die energetische Ebene, weil eben dieses Verständnis ganz oft im Alltag der Menschen fehlt und aus dem heraus
dann viele Probleme resultieren, auch wenn man auf der Körperebene schon sein Bestes tut. Ich gehe in meinen Ausbildungen sogar noch weiter und betrachte es von Körper, Geist und Seele, ja, weil ich sage mal so, wenn ich hier, ich als Daniela Hutter, das Leben einer Frau wähle und angenommen habe, dann will sich das weibliche Wesen, die weibliche Dynamik der Energie, also auch das weibliche Yang, auf allen Ebenen ausdrücken, auf Körper, Geist und Seele. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das auch verstehen, weil lassen wir diese feinstofflichen energetischen Ebenen weg, also Geist und Seele sozusagen, wobei ich bei Geist, um es ein bisschen begreifbarer zu machen, immer Mindset beschreibe, also alles Energetische auch. Wenn wir diese zwei Aspekte weglassen und nur auf den Körper schauen, dann ist es ja wie vielfach im Leben, dass wir irgendwo ein Defizit haben und nicht wissen, wo es eigentlich hakt. Körperlich scheint alles in Ordnung, körperlich scheint alles in Balance und trotzdem ist es nicht. Ja, und so wie wir zum Beispiel bei vielen Krankheiten auch wissen, wir müssen die energetische Ebene mit einbeziehen, um wirklich in eine Wahrheit gehen zu können. Ähnlich ist es auch mit diesem wirklichen Yin und Yang im Sinne unserer Lebenskraft, als dass sich zwischen diesen beiden Polen das ganz kraftvoll entfalten kann. Bedeutet, um jetzt zurückzugehen, auch ein bisschen auf meine Einleitung, wo ich ja davon gesprochen habe, wir Frauen sollen ja auch Inspiration sein oder wir Frauen sollen es vorleben. Viele Menschen, der Beginn einer Reise des Wissens ist ja immer, dass wir neugierig geworden sind, dass wir aufmerksam geworden sind auf etwas, was wir noch nicht kennen. Und ganz oft beobachten wir ja das an anderen Menschen. Und deshalb ist so wichtig, sage ich immer, dass wir Frauen, die darum schon wissen, darüber sprechen und nicht nur darüber sprechen, sondern eben auch es wirklich sichtbar vorleben und somit ein anderes Rollenbild aus der Gegenwart in unsere Zukunft reichen. Weil in der Zukunft warten ja jene, die nach uns kommen. In der Zukunft, da sind ja jene, die auf uns schauen, die quasi auch schauen, ja, wie haben sie es denn gemacht? Ja, welche Wege haben sie denn für sich gefunden? Die sich ja auch von den Erfahrungen jener, die vorangegangen sind, inspirieren lassen wollen. Es muss ja nicht so sein, wie aus den Generationen von uns, wo wir, wenn wir zurückschauen, ganz oft eher erkennen, na, so will ich es eigentlich nicht. Ja. Das ist kein Vorbild für mich oder das ist auch kein Rollenbild für mich. Und gerade wenn wir aus den Aspekten des Weiblichen und den Themen der Frauen auf die Vergangenheit schauen, liegt es auf der Hand, dass wir so nicht weiterleben wollen, so nicht weiterleben können. Denn das Weibliche, die Frauen, muss man ganz klar sagen, wurde ja in der Vergangenheit klein gehalten, nicht wertgeschätzt, zurückgewiesen, niedergeknechtet, liegt mir quasi auf den Lippen. Ich meine, ich komme ja mit meinen gut Mitte 50, ich bin jetzt 56, ich komme ja aus der Generation, wo ich es noch kannte, von meiner Mutter her und den Frauen, die halt die Mütter waren, als ich ein Mädchen war, dass sie ihre Männer fragen mussten, ob sie arbeiten gehen dürfen, dass die Männer hier die Unterschrift geben mussten. Ich weiß noch darum, dass Frauen kein eigenes Bankkonto eröffnen konnten, wenn die Männer nicht einverstanden waren. Ich weiß noch darum, dass Männer Väter die Legitimation geben mussten für alles Mögliche. Ja. Und
Ich weiß auch darum, wie kurz das Wahlrecht der Frauen ist. Und ich habe es am eigenen Körper erfahren, zu hören, ja, du wirst eh heiraten, was brauchst du, ein Studium, ist ja schad ums Geld. Also wir kommen alle aus einer Vergangenheit, die sich hoffentlich so nicht mehr wiederholt. Anders kann ich es nicht für unseren Kulturraum formulieren. Wir sind in einer Gegenwart der Veränderung. Wir sind in einer Gegenwart des Wandels. Da haben uns viele Pionierinnen aus der Bewegung der Emanzipation und des Feminismus durchaus Wege freigemacht, durchaus auch die Wege im Bewusstsein freigemacht. Das finde ich wertvoll und wichtig, aber trotzdem darf man an der Stelle sagen, dass so manche damit auch in Sackgassen geraten ist. Denn wenn man es auf männliche Weise tut oder wenn man beginnt, die Männer zu bekämpfen, zu bekriegen, weil man ihre Plätze einnehmen möchte oder weil man sich selber beweisen muss, man kann es wie ein Mann tun, dann haben wir Frauen uns nicht immer geholfen damit. Und für die Gesellschaft bringt es ja eigentlich auch erst, wenn wir sehen, wir alle Menschen haben etwas Wunderbares anzubieten. Und wenn es den Platz und den Raum und die Möglichkeit und die Wertschätzung und die Toleranz und den Respekt gibt, dass jeder Mensch, egal ob Frau oder Mann, in ihrem möglichsten Potenzial das dem Miteinander anbieten kann, dann hat unsere Gesellschaft eine großartige Zukunft vor sich. Dann werden wir auch in die vielen Herausforderungen ganz viel Möglichkeiten und auch Potenzial hineinfließen können, und dann sehe ich unsere Zukunft nicht so schwarz. Ja, also, denn auch das Männliche hat sehr Positives anzubieten, auch die Männer selbstverständlich, aber auch wenn der Mann sein inneres männliches Yin entwickelt, als dass er seine männliche Energie des Mannes als Lebenskraft, die zwischen diesen Polen von Yin und Yang schwingt. Und da sind einfach ein paar andere Qualitäten definiert wie bei der Frau. Da muss man sich halt schlau machen. Ja, auch da kann der Mann ein männliches Prinzip anbieten, das gut für die Gesellschaft ist. Das, was wir heute ja oft erleben und dann auch fälschlicherweise vielleicht sehr einseitig betrachten, sind ja nur die Irrläufer. Ja, ist ja das, was uns wirklich allesamt an die Wand drückt, in Sackgassen hält und uns insgesamt klein hält. Ja, da kann man auch sagen, einerlei, ob Frau oder Mann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gemeinsam hier das Wesen des Yin und Yang besser verstehen, um dann es zu leben und als neues Rollenbild in die Welt vorleben zu können. Wie gelingt uns das? Nun, wie gesagt, lasst es uns gemeinsam tun. Ja? Teil den Podcast, erzähl von deinem Yin-Bewusstsein. Bring das, was du vielleicht durch mich oder ähnliche Lehrerinnen gelernt hast, in die Welt, versteck dich nicht länger. Ja? Lass uns gemeinsam daran arbeiten. Aber was ich jetzt vielleicht in den nächsten verbleibenden paar Minuten, 5 oder so, noch formulieren möchte, ist dahingehend, dass du auch einen wachen Blick bekommst, was wirklich fürs Yin auch wichtig ist. Und auch das kann man für Mann wie für Frau anwenden, ein Stück weit. Eines der großen Themen, die ich immer sehe, die wirklich uns nicht gut tun, ist dieses Eingebettetsein in ein Leistungsprinzip. Leistungsprinzip kommt definitiv aus dem Yang. Ja, die Dynamik der Energie, wie man etwas tut, das macht ja eben den Unterschied. Und Leistungsprinzip ist sehr ans Außen gerichtet. Ja, das ist, um etwas zu zeigen, um etwas zu beweisen, um etwas zu gewinnen, Aufmerksamkeit oder einen Preis oder den maximalen Erfolg oder einen gewissen Status,
um etwas zu erreichen. Also das ist immer eine Dynamik, die nach außen gerichtet ist. Und dieses nach außen gerichtete ist eben ein, nun, Wort, toxisches Yang sozusagen. Das ist das, was uns definitiv nicht gut tut. Und gerade für Frauen ist so, dass wir ja sowieso Yin brauchen für das Yang, aber wenn wir dann noch das toxische Yang auch noch bedienen, dann frisst uns das Yin ja doppelt weg. Das heißt, uns gelingt stattdessen das Tun in einer anderen Weise, nämlich so, dass es nicht nach außen gerichtet ist. Ja, das heißt, wenn wir dem Tun zum einen eine Erfüllung geben, dann ist die Erfüllung ja nach innen gerichtet zunächst. Sie geht, das Tun geht zunächst in seiner Energie, in seiner Ausrichtung nach innen, ja, und das Tun will mich erfüllen. Ja, das Tun will sich dann aus der Energie, die ich anbieten möchte, auch ernähren, ja, holt da quasi meine Energie ab, aber sie fließt auch wieder zu mir zurück. Das heißt, etwas, was uns erfüllt, das kennen wir ja auch, gibt uns ja eine ganz andere Kraft retour wie etwas, was uns nur erschöpft. Das heißt, Erschöpfung ist immer gekoppelt an ganz viel Energie, die aus irgendeinem Grund ins Außen fließt, die auch abfließt. Das nächste ist, dass wir in unserer Leistungs- und sich beweisen müssen Gesellschaft ganz oft einen Habitus haben von des ständigen Tuns. Ja, also das, ich meine jetzt nicht einmal das Nicht-Tun, aber ich meine das Innehalten. Die Qualität des Innehaltens kommt viel zu kurz. Wir Menschen brauchen aber oft wir brauchen ganz oft die Energie des Innehaltens. Und zwar zum einen, um wirklich aus diesem nach außen gerichteten Tun immer wieder rauszugehen, den Gegenpol sozusagen zu leben. Also das Innehalten im Sinne von auch das Nähren. Das Nähren für die Energie, die wir brauchen, um das, was dann eben unser Yang sozusagen antreiben kann, im positiven Sinn. Aber auch das Innehalten im Sinne, dann, wenn der Körper vielleicht es braucht, und da meine ich, wenn unsere Energie zu Ende geht, wenn wir tatsächlich müde sind, lustlos sind, erschöpft sind. Wie viele Menschen machen an der Stelle einfach weiter? Ja, motivieren sich wieder mit äußeren Dingen, mit äußeren Zuwendungen. Und da sieht man dann schon, hier verlieren wir gleich noch einmal die Energie. Das heißt, wenn die Menschen sich müde fühlen, wenn die Menschen sich motivationsantriebslos fühlen, dann sollten wir uns gegenseitig daran erinnern, das ist ein guter Zeitpunkt, um einfach mal innezuhalten, um sich ja auch dieses Verweilen zu gönnen. Und erst recht, wenn wir schon Symptome von Erschöpfung oder Krankheit haben. Ich beobachte in meiner Feldforschung ganz viel, dass uns anderes vorgezeigt wird. Ich sag mal die Medien. Das eine ist die Industrie und das Marketing, wo uns ganz schnell vorgegaukelt wird, wenn wir dieses oder jenes kaufen oder tun, dann ist das alles kein Problem und wir funktionieren ganz schnell wieder. Und dieses Funktionieren wollen ist ja auch ein Aspekt des Yang-Dilemmas. Und aus dem Funktionieren wollen switchen wir ganz schnell auch ins Funktionieren müssen. Das ist ganz, ganz oft auch beieinander, dass wir uns scheinbar Umstände kreieren, in denen wir immer funktionieren müssen. Aus meinen Coachings weiß ich, dass man mit dem zweiten und dritten Blick ganz oft schon was daran ändern kann, dass
das immer eine sehr subjektive Einschätzung ist, dass wir funktionieren müssen. Wenn wir für uns selber mal beschließen, dass wir nicht mehr funktionieren wollen, werden, müssen wir es auch nicht mehr. Das ist mal so aus der Industrie heraus. Dann weiters darf man nicht unterschätzen, all jene, die uns etwas vorleben, wo wir hinschauen, dass sie immer funktionieren können. Das ist nämlich auch so ein Aspekt. Mir fallen da ganz oft sogenannte Influencer auf, die ja nur einen Teil ihres Lebens zeigen, nämlich dann, den wir dem Funktionieren zuschreiben. Und wenn man nicht sehr wachen Blickes darauf schaut, übernehmen viel zu viele Menschen ein Muster des Ich kann auch funktionieren. Ich kann auch funktionieren, weil wenn dies kann, dann kann ich auch. Deshalb würde ich mir von vielen Influencerinnen wünschen, dass sie an dieser Stelle noch mehr von sich zeigen und nicht nur die schönen Seiten, wenn schon. Aber gleichzeitig erlebe ich auch Influencerinnen, die zum Beispiel zeigen, es geht ihnen mental gerade nicht gut, der Körper zeigt Schwächen und sie tun trotzdem weiter. Also ich denke an einige Fitness-Influencerinnen, wo ich das immer wieder beobachte, die da nicht ganz gesund sind und trotzdem berichten von ihren Trainings, halb krank in Fitnessstudios gehen oder so. Oder ich beobachte diese Multifuzzis, ja, Wunderwuzzis, die was weiß ich wie viel schaffen und oft auch gar nicht zeigen, wie viele Menschen an diesem Erfolg teilhaben, daran mitarbeiten. Man sieht immer nur die Galionsfigur, die Herzeigefigur. Es wäre so wichtig, da viel mehr davon zu zeigen, wer das alles möglich macht. Ja. Oder man sieht sehr wohl, dass diese Wunderwutzis auch oft überfordert sind, aber sie dann halt auch dieses Vorleben von es geht schon irgendwie weiter, weil es ja irgendwie weitergehen muss. Und das sind so diese zwei Aspekte, die ich am allergefährlichsten finde. Jetzt mal ganz abgesehen von den Hollywood-Filmen, wo uns auch immer nur die perfekte Frau vorgegaukelt wird von Werbeszenen etc. etc. An der Stelle, das habe ich jetzt einfach formuliert, damit wir, wenn wir solche perfekten Frauenvorbilder sehen, dass wir hier genauso wach sind und ein genauso hinterfragendes und kritisches Auge entwickeln, wie dann, wenn wir schauen auf die Generation, die vor uns war, die nämlich gar keine Möglichkeiten hatte, die sich vielleicht aufgeopfert hat, die immer die eigenen Bedürfnisse hinten angestellt hat, der es beigebracht worden ist, funktionieren zu müssen, dienen im negativen Aspekt zu müssen. Beides sind keine Rollenbilder, die ich mir für unsere Zukunft wünsche. Ich wünsche mir für unsere Zukunft ein Rollenbild, wo Frauen sehen, wir haben ein enormes Potenzial, wo wir darum wissen, wie wir quasi auf unserer Wegstrecke des Alltags nicht zu viel Energie unökonomisch einsetzen und sie deshalb verlieren. Das heißt, wir müssen gar nicht so oft in ein Defizit rutschen, dass wenn wir es wissen täten, wenn wir ganz viel aus dem Yin-Bewusstsein anwenden würden, weil wir darum wissen, dann können wir viel mehr auf dem Flow der weiblichen Energie uns durch den Alltag bewegen. Und das ist eben das Rollenbild, das ich in die Zukunft hinein vorleben möchte. Das sind auch die Antworten, die ich auf die Fragen der jüngeren Generation, ob es jetzt meine Tochter, meine Schwiegertöchter
meine Enkelin oder andere junge Frauen, die nach mir sind, dass ich für sie Antworten habe, die nicht nur immer der krasse Gegenpol ist zur Leistung, ja, der nicht immer nur ist, ja, du musst dich halt ausruhen, weil ich möchte ja, dass wir uns wie ein Perpetuum mobile durch den Alltag bewegen können, dass wir unsere Yin-Energie, also die weibliche Dynamik der Energie, so nützen können, dass wir gar nicht erst in eine Erschöpfung gehen, sondern dass wir aus dieser heraus ein erfülltes und glückliches Leben fern des Hamsterrads des Alltags führen können. Ja, darum geht's mir. Das ist meine Vision und meine Mission zugleich. Davon erzähle ich immer wieder. Darüber lehre ich in der Yin Akademie. Dir danke ich an dieser Stelle, dass du mir so lange zugehört hast. Ich danke dir für deine kostbare Lebenszeit und ich wünsche mir sehr, dass irgendwas in dieser halben Stunde dabei war, was du direkt umsetzen kannst. Und wenn du Fragen hast, ja, für deinen Alltag, dann halt dich nicht zurück. Schreib mir eine E-Mail an info@danielahutter.com, antworte mir auf meinen Kanälen in Social Media oder schick mir eine Sprachnachricht auf mein Handy unter 43 664 225 0429. Ich freue mich über jede Kontaktaufnahme, ich freue mich über jegliche Verbindung und über jedes Miteinander. Das alles entspricht dem Yin, das alles kreiert das neue Wir. In diesem Sinn, vielen Dank, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal hier im Yin-Magazin, deine Daniela.